And it's you that I wanna need. Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary hier auf meinem Kanal. Ich spiele mit der ASM1 auf Detroit eine Runde Team Deathmatch und versuche jetzt hier ein paar Kills zu machen, so wie sich das gehört in dem Spiel. Und ja, ich weiß nicht, wo Noobs in Team Deathmatch hier auf Detroit so rumsitzen. Aber ich denke, wir werden es... Der hatte einen Raketenwerfer und hat genau auf mich gezielt. Ich denke, wir werden es relativ schnell herausfinden, wo die so rumsitzen. Ist hier gerade jemand rausgehüpft? Ja. Oh mein Gott, schön gesnackt. So, ich bin immer sehr schnell und wendig unterwegs, müsst ihr wissen. Ich fühle mich irgendwie gerade noch ein bisschen unsicher in Team Deathmatch auf der Map, weil ich habe hier... so gut wie noch nie Team Deathmatch gespielt. Ehrlich. Das ist richtig krass. Was ist denn mit dir? Hast Probleme mit mir, ha? Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, wo sie rumsitzen. Dankeschön, lieber Herr. Erstmal den. Habe ich eine Drohne. Das ist schon wesentlich besser. Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier Präzision auch noch beweisen. Rush, rush, rush. Feel the rush. Feel the rush. 15er. Let's go. Let's go. Leute, jetzt bin ich gehypt. Jetzt geht's ab. Jetzt wird gerusht. Gerusht, was das Zeug hält. Nein. Warum nehmt ihr mir die Kills? Jungs, was ist los mit euch? Das dürft ihr nicht. Das sind meine. Meine ganz alleine. Ganz alleine. Meins. Und meins. Ihr könnt nicht hüpfen, Jungs. Ich hab einen System-Hack draußen. Kein Problem dafür. Ach, der war nicht tot. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, hier rauszugehen. Ach, er sitzt da unten. Oh mein Gott. Krass. Ich muss rushen. So, den haben wir. Den haben wir auch. Oh mein Gott, jetzt sind mir hier ein bisschen viele schon wieder. Den haben wir auch. Brutal. Läuft, Jungs, läuft. So, immer schön die Map im Auge behalten. Da sind sie. Ich renne auf jeden Fall hin. Gar keinen Bock, hier einen auf passiv zu machen. Oh mein Gott, meine Mates haben keine Drohne. Och nö, Leute. Oh mein Gott, Live-DNA ist auf jeden Fall schon wieder am Start, Leute. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auf eine nette, aber fette Gunstreak. Leute, da haben wir auf jeden Fall die Gunstreak erreicht. 30 Kills. Oh mein Gott, Leute. Nice. Live-DNA. Detroit. Team Deathmatch. Mit der ASM1, Alter. So will ich das sehen. Ihr werdet, wie gesagt, bei mir sehr viele MP-Gameplays sehen. In der nächsten Zeit dann auch mal ein paar andere MPs, auf jeden Fall. Verspreche ich euch. ASM1 spiele ich halt einfach momentan mega gerne und ich fühle mich super sicher mit der Waffe. War der wieder nicht tot? Achso, nee, das war schon wieder der nächste. Ist auf jeden Fall nice. Live-DNA. Oh, ich liebe DNAs. Ich liebe es auch, DNAs zu zünden, Jungs.
Und wisst ihr, was ich gleich mache? Ich werde sie auch gleich zünden. Aber damit lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Weil, keine Ahnung, ein paar Gunkills sind ja auch immer ganz schön. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Action vielleicht sogar. Und das will ich ja nicht, dass hier die Action fehlt, ne? Ist ja klar. Das war auf jeden Fall schon wieder hammer spannend irgendwie zum Schluss vor der DNA, fand ich. Ich war schon wieder so richtig hibbelig und voll aufgedreht. Also ihr müsst wissen, wenn ich DNA so erspiele, ohne dass ich live kommentiere, ist es entspannt, ne? Dann bin ich nicht aufgeregt. Aber wenn ich so live kommentiere und weiß, ey, das sehen dann Leute, ne? Und wenn ich das schaffe, ist es geil und die freuen sich darüber. Dann ist es auf einmal was ganz anderes, wo ich zünde jetzt. Ist auf jeden Fall nice. Geht die DNA gleich in die Luft. Jawohl, Leute. Zack, du killst mich nicht. Meine DNA tötet nämlich dich. Oh Gott, ich drehe richtig durch. Richtig nice, Mann. Richtig am Durchdrehen. Zack, dich auch noch. Easy. Easy weggesnackt hier. Jumpshot. Batz. Habe ich den gekillt? Nee, ich glaube, mein Mate hat den gekillt. Auf jeden Fall, Leute, Live-DNA würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder richtig kräftig in die Likes reindrückt. Ja, 48 zu 2, richtig nice. Wieder gegen die Übernoobs. Klar, ich push mich dafür auch nicht, das wissen meine Abonnenten. Wisst ihr Bescheid, ich mache das nur für euch, weil ihr sowas sehen wollt. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.